Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, eurem regionalen Infokanal auf YouTube. Ich bin aktuell hier in der Freiburger Innenstadt und hier hat sich am heutigen Sonntag, der 1. Mai 2022, gegen 9.30 Uhr ein sehr schwerer Verkehrsunfall ereignet mit mehreren Verletzten. Insgesamt 5 PKWs, ein Motorrad sind beteiligt und eine Person kam nach ersten Erkenntnissen dabei sogar ums Leben. Es ist aktuell hier 13 Uhr und zwar, es ist in Freiburg die Schreiberstraße, Höhe Gartenstraße um 13 Uhr. Und es sah hier aus wie ein Schlachtfeld. Ein Fahrzeug, darunter ein Audi Q5, ist da vorne sogar gegen Stromverteilerkasten gefahren. Und es kommt jetzt noch eine Kehrmaschine, weil hier sehr viele Betriebsflüssigkeiten von den Fahrzeugen ausgelaufen sind, um hier die Straße wieder frei zu machen. Das Ganze ist hier am Dreisamufer passiert, eben heute Morgen. Gegen 9.30 Uhr. Es gibt da nur einen Update-Bericht und detaillierte Informationen finden Sie in Textform in der Videobeschreibung. Da steht die erste Pressemitteilung der Polizei drin. Alles Gute den Verletzten, viel Kraft den Angehörigen des Verstorbenen und allen anderen. Trotzdem ein ruhiger 1. Mai hier. Live aus Freiburg, Schwarzwald TV.